Moin Leute, Timex hier. Heute gibt's zum allerersten Mal ein neues Format bei mir auf dem Kanal. Quiz dich reich. Alle Zuschauer im Chat können mitmachen. Wir sind gerade 37.000 Leute. Ich hoffe, das klappt alles. 3.000 Euro Preisgeld haben wir. Der erste Platz kriegt 1.500, der zweite 1.000, der dritte 500. Und es geht darum, Quizfragen zu beantworten. Heute ist Kategorie, wie gut kennt ihr die Streamer, beziehungsweise Streamer-Zitate. Von wem stammt dieses Zitat? 20 Fragen wird's geben und es geht sowohl auf Schnelligkeit, aber auch Taktik. Antwortet ihr sofort nach einer Sekunde, kriegt ihr mehr Punkte, wenn es richtig ist. Wenn es falsch ist, verliert ihr aber auch deutlich schneller. Wenn ihr euch super unsicher seid, könnt ihr auch zum Beispiel gar nicht beantworten oder ganz spät. 10 Sekunden habt ihr insgesamt Zeit. Wenn ihr gar nicht beantwortet, kriegt ihr 0 Punkte dazu, kriegt aber auch keine abgezogen. Das heißt, schnell sein. Klar, man kann die Sachen auch googeln, aber ihr müsst halt im Schnitt immer so nach einer Sekunde antworten, dann kriegt ihr die Punkte. Das Ganze ist heute, kommen die Preisgelder von Level Up, presented by Level Up das Ganze. Level Up hat was sehr Geiles, ihr habt schon in der Instagram-Story gesehen, ich habe jetzt hier einen riesen Kühlschrank neben mir, was ultra nice ist. War kommt am 2.5. um 18 Uhr die neuen, okay, jetzt ist hier ein Greenscreen mit drauf, das Ding ist knallgrün. Nuke, das ist mein Favorite-Geschmack. Ready-to-drink Hydration-Drinks. Kein Zucker ist hier drin, kein Koffein, nur ausgewählte Vitamine und Mineralien. Schmeckt ultra geil, sehr, 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 sehr nice Erfrischungsgetränk. Das Ding kam hier schon palettenweise bei mir an. Ich habe mir davon jetzt jeden Tag schon 3 zur Probe reingehauen. Sehr, also richtig gut finde ich das, richtig gut. Gerade weil hier auch kein Zucker drin ist. Trinken ohne schlechtes Gewissen. Am 2.5. um 18 Uhr könnt ihr das Ding bestellen und die werden auch in sehr viele Läden kommen. Einzelhandel bei vielen Rewes und Edekas. Und wenn die da nicht sind, könnt ihr Bescheid sagen. Dann werden die, müssen glaube ich nur 2, 3 Leute Bescheid sagen, dann werden die geordert. Wird jetzt aber in den nächsten Wochen immer mehr und mehr in die Läden kommen. 20 Fragen werden das sein. Der erste Platz bekommt 1.500 Euro. Gut, alle sind ready. Von welchem Streamer stammt dieses Zitat? Auch da nochmal ein Brudertipp, Digga. Kabelkanal. Ist es von Unsympathisch? Montana Black? Papa Platte oder Mickey? Ihr seht die Antwortmöglichkeiten bei euch direkt. Ganz auch da nochmal ein Brudertipp, Digga. Kabelkanal. Also das sieht mir so aus, als wenn du vielleicht da auch erst neu wohnst. Aber ruhig hier nochmal und hier unten nochmal ein Kabelkanal, Digga. Kostet nicht viel und sieht besser aus. Klassiker kennt jeder, der erste war einfach. Das müssen die meisten richtig gehabt haben, safe, oder? 1 in den Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet. 2 in den Tag, wenn nicht. Von Amar, von mir selber, von Knossi oder von Eli. Ist ein fantastisches Zitat. Als wir das Ding in den Proben durchgegangen sind, konnte ich es auch nicht fassen. Also wie kann man sowas sagen? Einfach jedes normale Wort durch Tag ersetzen. Wie war euer Tag heute, Chat? 1 in den Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet. 2 in den Tag, wenn nicht. Hammer Zitat, saustark. 1000 Leute meinten, es war Amar. 600 Leute meinten, es war ich. 2750 Leute haben gesagt, das war Knossi. Und 6330 Spieler waren richtig mit Eli. Stark. Nächste Zitat ein. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Freunde. Das Gute ist, wir sehen auch halt sau viele Leute, die es halt falsch machen. Und auf wen sie. Und auf wen sie tippen. Dritten Clip rein von mir. Guten Morgen, Freunde. Sau stark. Klassiker. Es ist InScope, Reveal Answer. Da kriegt ihr die Punkte und das ist ein klares Ding. 10.200 Leute haben auf InScope getippt. 1.000 Leute auf Reef. 1.200 auf Unge. Und 636 Leute auf Rumatra? Was? Das ist sein Intro seit Jahren. Barf. Dish. Von wem kommt das? Kommt das Ganze von Haptic, Commander Krieger, Allotrix oder Marcel Scorpion? Kalk schreibt schon easy, gut. Die schon länger dabei sind, ist das Ding ganz easy. Guckt euch den an. Kuckuck. Ja, was kann anderes kommen als Barfdisch zum ersten? Sehr alter Clip. Es ist von Commander Krieger. Jetzt gab es keine Facecam, aber der ein oder andere wird ihn in der Stimme erkannt haben. Wir drücken auf Reveal Answer und oh, 5000 Leute haben Commander Krieger richtig. 3500 haben Allotrix gesagt. 1200 Haptic und 1300 Marcel Scorpion. Ja, haben ja mehr Leute falsch getippt als richtig. Weiter mit der sechsten Frage. Ihr seid die Elite. Von wem kommt das? Ist es Mickey, Monte, Papa Platte oder Gigant? Gucken wir uns den Clip an. Für mich seid ihr keine normalen Follower, keine normalen Abonnenten, keine normalen Zuschauer. Ihr habt einen bestimmten Namen. Ihr seid die Elite. Klassiker von Mickey. Kennt jeder. 10.000 Leute haben gesagt, das war Mickey. Das ist richtig. 620 Leute meinten, das war Monte. 1160 haben gesagt, das ist von Papa Platte. Und 1100 meinten, das ist von Gigan. What the fuck? Also das ist, also ich finde, das ist ja das Einfachste. Wie können denn über 2000 Leute sagen, das war Papa Platte oder Gigan? Also 2000 Leute haben das falsch geklickt. Monte, dein Aquarium brennt. Klassiker. Kommt es von Master Scorpion, Allotrix, Aphoret oder Visca Barca? Auf den Clip freue ich mich gleich. Und hier haben wir den Clip. Monte, dein Aquarium brennt.
Ja, ja, ja. Schöner Clip. Wirklich einfach ein saustabiler Gag. Schöne Reaction von Monte. Dann einfach noch ein Ja, ja, ja sagen. 12.300 Leute sagen ApoRed, 330 sagen Visca Barca, 370 sagen Marcel Scorpion und 1.600 sagen Elotrix. Den Clip kennt ihr doch. Also 1.600 Leute Elotrix, das ist, hä? Ich hatte heute 2 Espresso, einen heute Morgen und einen heute Morgen. Von wem kommt das? Chef Strobel, Annie the Duck, Standard Skill oder Reefed? Hat das Team im Hintergrund aber auch wirklich gute Zitate rausgesucht, weil die sind teilweise echt richtig dämlich. Ja, ich hab heute schon, ja Leute, 2 Espresso. Einen heute Morgen und einen heute Morgen. Das ist, wie zufrieden sie das sagt. Einen heute Morgen. 4.500 Leute sagen, es ist Chef Strobel. Chef Strobel hasst Kaffee. Er hasst Espresso vom ganzen Herzen. 4.500 Leute sagen Chef Strobel. Übel lost schon mal. 1.600 meinten, es ist Annie the Duck. 1.050 meinten, es ist Standard Skill. Und fast 7.000 Leute liegen richtig mit Reefed. 4.500 Chef Strobel. Der hat noch nie einen Espresso getrunken. Der erste Rasenmäher vor 100.000 Zuschauern, Chat. Gehört auch eher zu den einfacheren. Ist es Monte, Rumatra, Amar oder Basti GHG? Also hier sind teilweise echt, also Negativscore ist schon echt schwierig. Manches, also das ist echt einfach. Also manche kann man gar nicht falsch machen. Und dann kommen wir zur Auflösung. Wo ist die Community? Das ist der erste Rasenmäher vor 100.000 Leuten. Der erste Rasenmäher vor 100.000 Zuschauer, Chat! Geil. Habe ich sogar den Stream geschaut. Stimmt, das war im Cup, wo ich mitgespielt habe. Ja, eindeutige Sache, es ist Amar. 10.000 Leute sagen Amar. 2.300 sagen, es war Monte. Was? 2.300? Der erste Rasenmäher vor 100.000 Zuschauern, Chat. Auf Monte. Wegen Zuschauerzahl. Okay, den gebe ich. Okay, den gebe ich euch. Aber Amar macht doch in jedem Cup einen Rasenmäher. Ah, okay, wegen 100.000. Okay, gut. Wenn sich jemand gar nicht auskennt. Aber auch 1.300 meinten, es ist Basti GHG. Und 830 Leute sagen, es war Rumatra. In was für einem Stream sollte Rumatra vor 100.000 Live-Zuschauern einen Rasenmäher machen? Aber okay, ihr habt abgestimmt. Es ist vertippt. Alle sagen mal wieder vertippt. Das ist die 10. Frage von 20. Kohle, 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 Kohle. Aber das Ganze gesungen. Wer hat das gesungen? Gronkh, Revi, Nebelnik oder Paluten? Das ist gut. Kohle, 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 la la la, Kohle, Kohle, tralala, Kohle, 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 Kohle. Ihr habt's gehört an der Stimme, es war Gronkh. Fast 6.000 Leute liegen richtig. 4.000 Leute sagen, das ist Revi. 4.100 sagen Paluten. Und 1.400 Nebelnik. Wow, das ist krass. Können wir das mal Gronkh zeigen, bitte? Dachte Geld. Ach so. Ach, wegen Geld. Ja, okay, dann verstehe ich Revi den Punkt. Da würde Revi den Kohle-Song machen. Aber es geht um die Minecraft-Kohle offensichtlich. Hätte man sich aber auch denken können bei Gronkh, Revi und Paluten dass so, und Nebelnik, dass es um Minecraft geht. Ihr dachtet ans Geld. Okay, Kohle wegen Geld. Okay, dann hätte ich auch Revi getippt. Wenn ich eine scheiß Zombie-Apokalypse ist, ich möchte der letzte Fette auf der Welt sein. Von wem stammt dieses Zitat? Von Axel, Mickey, mir oder Tanzverbot? Von wem kommt dieses Zitat? Und wir schauen direkt rein. Das ist auch so ein Ziel. Ey, wenn eine scheiß Zombie-Apokalypse ist, ich möchte der letzte Fette auf der ganzen Welt sein. Wir haben das Ding in den Proben gemacht. Ich wusste es selber nicht. Ich hab das selber falsch gehört. Ich habe mich nicht daran erinnert, das irgendwann gesagt zu haben. Muss 2-3 Jahre her sein in einem Raft-Let's Play. Und wir schauen uns das an. 850 sagen Mickey. 1.000 Leute sagen ich. 5.100 sagen Axel. Und fast 8.400 Leute sagen Tanzverbot. Holy shit, das war die krasseste Frage. Alter, 1.000 haben es richtig, 20.000 haben es falsch. Das war eine geile Frage. Und da kommt sogar von mir. Es ist jetzt nicht so, dass das bei einem Random irgendwie falsch war, sondern halt ich. Also ihr schaut halt schon den Stream von mir. Ich habe aber auch auf Tanzverbot getippt, muss ich ehrlich sein. Aber so im Nachhinein, ja gut, das könnte schon ein Zitat von mir sein. Ist ja auch ein Zitat von mir. Das wusstest doch nicht mal du selber. Ja, ich weiß. Wenn ich dich angucke in OBS, dann gucke ich dich auch an in OBS. Von wem stammt das? Abu Goku, Rezo, Unge oder Julian Bam? An. Was mir gerade auffällt, wenn ich dich angucke im OBS, dann gucke ich dich auch an in OBS. Geiles Zitat. Ich weiß gar nicht, was er damit sagen wollte. Es ist Rezo. Haben Hunde Ohren? Von wem stammt dieses Zitat? Ist es von Gnu, Papa Platte, Gamer Brother oder Nike Beats? So ein schönes Zitat, auch so für ein Hugo-Video. Schöne Compilation rein. Schön richtig dumm. Richtig dumm auch, muss ich sagen, die Frage. Wahrscheinlich die dümmste Frage heute hier bisher. Muss man auch mal dann klar sagen. Haben Hunde Ohren? Geil. Super. Super Clip. 2.000 Leute sagen Gnu, 700 Gamer Brother, 1.600 Nick Beats und 10.000 Leute waren richtig mit Papa Platte. Ja, wir hatten Trinkpause. Von wem stammt dieses Zitat? Danny, Annie the Duck,
mir oder Papa Platte? Und das ist die 14. Frage. Das wusste ich. Das wusste ich sogar. Das wusste ich bei den Proben, von wem das kam. Max? Ja, da ist eine Trinkpause. Mit einem kleinen Voice Crack, den kennt ihr. Da war die Kohlensäure von der Cola so ein bisschen irgendwie auf den Stimmbändern. Komische Szene, aber ihr erinnert euch von mir. Bing Bong, der Eiermann ist da. Auch ein Klassiker von Gronkh, Sidney, Rohat oder Monte. Bing Bong, der Eiermann ist da. Wusste ich gar nicht, dass das die Call of Duty-Szene war. Wie geil. Das hat aber auch zu mir gesagt, als er mir in FIFA 4 Tore reingeknallt hat. Den Clip kennt man. Ich hätte auch Monte gesagt, Sage sagt er immer. Wusste ich, dass das auch bei Call of Duty sagt. Sagt er auch in FIFA oft. Sagt er, ist ein Klassiker, sagt er bei jedem. 12.400 meinten, es ist Monte, waren richtig. 777 auf Rohat, 823 auf Sidney und 734 auf Gronkh. Das war, habt ihr gut gemacht, das wussten sehr viele. Tanzverbot, I can contact you as a friend, but not more. Von wem stammt das? Ist es Faye, Annie the Duck, Gnu oder Honeypoo? Wissen bestimmt hier auch viele. Den Clip kannte ich auch nicht, ich hätte es nicht gewusst. Blenden es ein. Ich habe Englisch geredet. Kann die Deutsch. Ich kann Deutsch. Tanzverbot, I can contact you as a friend, but not more. Honeypoo ist die richtige Antwort. 5.500 Leute lagen richtig. 1.200, fast 1.300 meinten, es ist Gnu. 2.900 meinten, es ist Annie. Und 3.700 meinten, es ist Faye. Aber ist es immer die Mehrheit eigentlich richtig? So Minus gemacht. Minus 7.000, nein. Gebrochen, schreibt Caruso. Ich war Erster. Minus 9.000, minus 9.000, minus 9.400. Nächstes Zitat. Oh, eine für einen Blauen. Von wem kommt das? Hornisse, Marcel Scorpion, Allotrix oder Unge? Okay, kommen wir direkt zur Auflösung. Ja. Oh, das ist ein Fahrer fahren zu sehen. Nice. Ich bin vor allem, ich weiß nicht, was heute los ist. Oh, eine für den Blauen. Das war gut, ne? Eine für den Blauen. Eine für den Blauen. Ach so, Versprecher-Tricks for the win. Let's go. Eine für den Blauen. Sehr gut. Bist du zu leise? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Das von Allotrix, Knossi, Real Butzi oder Reefed. So, wir schauen uns an, von wem das Ganze kommt. Bist du zu leise, bin ich zu laut, bist du zu schwach? Es war klar, oder? Also, von wem soll das sonst kommen? Fast 12.000 Leute liegen richtig mit Knossi. 800 Leute sagen Allotrix. 700 meinten Real Butzi. Und 742 Leute meinten Reefed. Jetzt kommt schon das vorletzte Zitat. Von wem stammt dieses Zitat? 11 Tage ist so lang. 11 Tage sind mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist Junge. Kommt das Ganze von Orange Morange, Rezo, Revi oder Reefed? Und sagen, von wem kommt das Ganze? 11 Tage ist so lang. 11 Tage sind mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist Junge. Wieso sieht man denn nur eine Reaction? Warum sieht man nur eine Reaction da drauf, hä? 11 Tage ist so lang. 11 Tage sind mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist Junge. Er wird selber sauer. Oha. 4.000 Leute sagen Revi und waren richtig. 2.300 meinten Rezo. War cool, weil er sogar mit dem Clip mit drinne war. 1.376 meinten, es war Reefed. Und fast 6.000 sagen Orange Morange. Also 6.000 sagen, es war Orange und 4.000 Revi. Krass. Wer hat das Wort Ibuprofaxe ins Leben gerufen? Ron Bilecki und Inscope, Maxify und Julian Bam, Monte und Allotrix, Visca Barca und Marcel Scorpion. So kann man in den Zuma gehen, oder? Which name's the reservation? Ibuprofaxe. Da haben wir es. Ja, ist eine eindeutige Nummer. 10.418 Leute sagen, es waren Ron und Inscope. Fast 1.000 Leute, Visca Barca, Marcel Scorpion. 1.133 meinten Maxify und Julian Bam. Und 1.650 meinten, es war Monte und Allotrix. Hajo ist Vierter? Ein Mod von mir, Hajo ist Vierter. Nur Platz 1 bis 3 kriegen Preisgelder. Vierter würde mir stinken. Du hast 5.000 Punkte. Der Dritte hat 139.000, Hajo, du hast 134.000. 5.000 Punkte trennen dich von 500 Euro. Das ist ein Tilter, das muss ich ganz klar sagen. Da ärgerst du dich. Einmal falsch beantwortet und keine 500. Wir haben jetzt hier Contestant 1597, ist Dritter, kriegt 500 Euro. Contestant 3, das kann glaube ich gar nicht sein. Contestant 30.000, das kann gar nicht sein. Oder? Das ist, glaube ich, ein Cheater. Und der erste ist Contestant Platz 29.000. Ich glaube, Platz 1 und 2 sind Cheater. Das macht gar keinen Sinn. Es haben 34.000 mitgemacht. Ja, aber die müssen dann die ersten 3, 4, 5 Fragen nicht mitgemacht haben. Hieße, ich wäre Dritter. Kann das passieren? Geht das? Müssen die Devs sagen. Ja.
Dann müssen wir mal gucken, wenn die ersten zwei wirklich nicht möglich sind, dann verschiebt sich das ein bisschen. Das Format war jetzt bei mir auf dem Kanal. Es gibt direkt schon am 2.5. das gleiche Format auch nochmal Quistig Reich, aber nicht bei mir auf dem Kanal. Ich mache das Ganze aber nicht bei mir auf dem Kanal. Das wird bei Amazon Music stattfinden. Da wird es ein Quistig Reich bei Amazon Music stattfinden und ich werde das Ganze auch wieder hosten. Gleiches Format, nur anderer Kanal. 2.5. tragt es euch ein. Da gibt es dann auch wieder Preisgelder. Ey, mega nice. Vielen Dank nochmal Level Up fürs Sponsoren von dem Ganzen. Vielen Dank auch ans Team von Media Total im Hintergrund, die das Ganze hier fertig gemacht haben, die ganzen Szenen. Zum nächsten Mal haben wir dann noch Musik drin, aber das fand ich schon extrem geil. Die Clips rausgesucht, die Zitate. Freue ich mich schon aufs nächste Mal.